Der Milchstreik geht in die zweite Runde. Erst war es ja nur so weit, dass man die Milch nicht ausgeliefert hat. Wir stehen hier in Ravensburg. Was genau passiert hier heute? Also die Molkerei in Ravensburg wird bestreikt. Es wird jegliche Anlieferung von Milch und jegliche Auslieferung von Produkten wird praktisch bestreikt. Also die Molkerei ist momentan dicht. Es geht überhaupt nichts außer und überhaupt nichts hinein. Wie viele Liter Milch werden pro Tag nicht ausgeliefert? Kann man das sagen? Ja, das kann man also genau sagen. Man weiß ja auch die momentanen Einschränkungen. Also dazu kann man keine Angaben machen, aber die Omira-Gruppe in Ravensburg verarbeitet ja jährlich ca. 800 Millionen Liter. Und dann kann man sich das Ausmaß vorstellen, wenn man das nachher so grob durchrechnet, pro Tag umrechnet, was da nachher praktisch rauskommt, an Menge. Was erhoffen Sie sich von dem heutigen Tag? Wir erhoffen das da praktisch vom heutigen Tag, dass die Forderungen vom BDM, das ist in erster Linie ist das ein Systemwechsel. Das heißt, der Systemwechsel, dass man der Preis jedes Jahr für einen Landwirt festlegt. Es sind höhere Berechnungen da gewesen im Jänner. Das heißt, ein durchschnittlicher Betrieb mit 50 Kühen, voll arrondiert, braucht 43 Cent Netto-Milchgeld für Silomilch. Das ist die erste Forderung. Die wichtigere Forderung ist, dass ein Systemwechsel vollzogen wird. Wir müssen versuchen, dass die Politik uns dahingehend unterstützt, dass man eine Mengensteuerung, eine flexible Mengensteuerung praktisch einführt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn wir praktisch die Menge, die nicht reduzieren können und hochfahren können, die je nach Bedarf, dann sind die Molkereien nicht imstande, auf längere Zeit momentan die geforderten 43 Cent zu bezahlen. Da ist das eigentlich unmöglich. Und da ist natürlich unsere Politik gefordert. Wir sind es ja in der Vergangenheit dahingehend total in den Rücken gefallen. Man versucht in der EU, was eigentlich schon fast beschlossene Sache ist, die Kontingentierung vollständig aufzulösen bis 2015. Und dadurch sind wir den Weltmarkt vollständig ausgeliefert. Und das heißt eigentlich das Aus in diesen Regionen eigentlich für die Milchproduktion. Warum wird die Omira bestreikt? Ist es nicht so, dass der Einzelhandel die Preise gesenkt hat? Wir müssen die Omira in dem Sinn wird ja eigentlich nicht bestreikt. Wir bestreiken auch praktisch in Vorarlberg auch nicht die Firma Krönauer. Wir machen nur die Einschränkungen, dass praktisch der Handel nicht beliefert werden kann. Es nutzt nichts, wenn wir in ganz Deutschland praktisch alle Lidl, all die Zentralen bestreiken. Das ist ja fast nicht möglich. Und vor allem ist das ja dahingehend dennoch ein rechtliches Problem. Diese Unternehmen gehören ja zum Großteil praktisch den Bauern und die sind natürlich leichter zu bestreiken. Und wenn die Milch an den Aldi nicht anliefern können, wird er ja trocken. Und dann wird auch die Bevölkerung wach werden. Und die Bevölkerung muss bereit sein, auch in Zukunft für die Produkte den angemessenen Preis zu bezahlen. Wir haben, wenn wir es uns vorstellen, wir haben Butterpreise von 1950. Und es kann sich sein, dass jeder Einzelne heute nicht mehr bereit ist, als wir zwischen 10% und 13% für sein Gehalt für die Nahrungsmittel das Wichtigste auszugeben. 1950 waren sie bereit, 50% auszugeben. Und das muss geändert werden.